Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen. Ja, beim letzten Mal haben wir hier so ein paar Geheimnisse vor Professor Flitwicks Unterrichtsraum entdeckt und wollen jetzt in diesen Unterricht starten. Ich würde euch nur ganz gerne kurz meine Statistik zeigen hier. Und zwar, meine Boni sind bei 53, Bildkarten habe ich mittlerweile 2, Hauspunkte haben wir 115, aber Slytherin liegt immer noch vor uns. Was, wie gesagt, nicht verwunderlich ist, denn Slytherin liegt einfach immer vor uns. Außer dann, wenn die Hauspunkte ausgezählt werden meistens. Dann liegen sie ein kleines bisschen hinter uns und, ja, was soll man sagen? Hufflepuff und Ravenclaw sind, wie gesagt, weit, weit hinter uns zurück. Hufflepuff, ja, bräuchte quasi gar nicht anzutreten. Ich habe keine Ahnung, was die so alles falsch machen, beziehungsweise was sie nicht machen, dass sie immer so wenig Hauspunkte haben. Und hier das Folio Magi, da würde ich jetzt gerne ganz kurz hier die, wie heißt sie? Tilly Toke? Ja, Tilly Toke. Von 1903 bis 1991. Hey, die hat noch gelebt, als ich ein Jahr alt war. hielt einen Orden, weil sie im Jahre 1932 viele Leben rettete, als ein Drache sich auf einen Strand voller Sonnenanbeter stürzte. Okay. Ja, klingt spannend. Okay, aber dann würde ich sagen, begeben wir uns auch langsam mal in den Unterricht. Wow, sind das viele Schüler. Willkommen, meine jungen Zauberer. Ich bin Professor Flitwick. Heute lernen wir den Schwebezauber Wingardium Leviosa. Sieh dir das Wingardium Leviosa-Symbol, das ich dir vormache, ganz genau an. Sobald ich fertig bin, kannst du damit beginnen, das Symbol nachzumalen, indem du die Maustaste gedrückt hältst. Lass sie erst wieder los, wenn du fertig bist. Ja, okay. Dieses runter und rauf ist ganz, ganz schrecklich. Besonders das rauf, runter auch, wie ihr hier sehen könnt, ist ganz, ganz schwierig für mich. Ich weiß nicht warum, aber besonders dieses nach oben finde ich unheimlich schwierig. Komische Geräusche. Ich mag Flitwicks Stimme übrigens unheimlich gerne. Ich weiß nicht warum, ich finde die mega niedlich. So. 65% dürfte ich zusammengekriegt haben. Ja, sieht gut aus. Sogar 75. Oh, ich mag es, wenn das so sparkelt. Eine gute Leistung für einen Erstklässler, Harry. Dankeschön. 10 Punkte für Gryffindor. Na also. Lass uns weitermachen, Harry. Ich fand das so gut, dass Hermine uns beim letzten Mal einfach die Hauspunkte verteilt hat. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Nur 79%? Wo zum Henker habe ich da was vergessen? Oh je, das war ziemlich knapp. Ja, das meine ich aber auch. Oh, okay. Scheiße. Also, man kann tatsächlich nach 2 versuchen. Aufgabe beginnen, um den Zauber etwas zu üben. Folg mir, ja, jetzt kommt wieder die Aufgabe. Man kann tatsächlich nach 2 versuchen, diese Stunde abbrechen. Mann, ist der klein. Verwende Wingardium Leviosa bei dieser Statue und hebe sie auf den großen Teller. Komischer Teller. Aber gut, gerne. Wingardium Leviosa. So. Das schwebt dann da vor sich hin und ich kann es mit der Maus steuern. Und loslassen. Gut gemacht. Geh nun die Sterne einsammeln. Wir treffen uns dann später. Viel Glück, Harry. Danke. Ich finde diese Brille immer noch so stylisch. Es gibt halt jede Menge Grafikfehler in diesem Spiel. Noch. Also, ja, was heißt noch? Es wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, aber in den späteren Spielen wird das auf jeden Fall geändert werden. Die Grafik von den neueren Spielen ist ja natürlich überragend. Und ich werde auch die anderen auf jeden Fall alle spielen. Ich habe ja nur, wenn ich Spielereien spiele, dann ist natürlich immer... Ich bin so ein bisschen darauf aus, halt die... das war knapp. Ich bin immer so ein bisschen darauf aus, die ganzen Spiele halt chronologisch durchzugehen.
und auch vorne anzufangen. Genauso wie ich wollte unbedingt Assassin's Creed Let's Playen, aber der erste Teil ist einfach sowas von schrecklich, finde ich, dass ich mich bisher nicht dazu durchringen konnte. Den zweiten würde ich unheimlich, ich liebe den zweiten Teil von Assassin's Creed, das ist einfach der geilste ever. Aber ich möchte ihn nicht Let's Playen, wenn ich nicht auch den ersten gespielt habe. Genauso wie mit dem Witcher. Ich freue mich wahnsinnig auf den dritten Teil, der ja jetzt Anfang nächsten Jahres rauskommen soll. Aber um ihn zu Let's Playen, würde ich auf jeden Fall versuchen wollen, die ersten beiden auch gespielt zu haben. Bei Dark Project bzw. bei Thief, wo ich jetzt den vierten Teil spiele, ist das Ganze ein bisschen aus der Reihe gefallen. Aber es ist ja nicht so, dass ich nicht die Reihe durchgehen würde. Ich habe ja den ersten auch schon gespielt vorher. Das heißt, ich gehe die Reihe trotzdem von vorne nach hinten durch und habe halt den vierten ein bisschen vorgegriffen, weil ich aber auch einfach nicht warten konnte. Und mich so sehnsüchtig auf dieses Spiel gefreut habe, dass es einfach nicht möglich war, dass ich da jetzt noch groß lange warte. Aber an sich möchte ich einfach immer ganz gerne die ganzen Spiele von vorne nach hinten durchgehen. Das heißt, ich werde jetzt hier den ersten spielen. Danach kommt der zweite. Den zweiten, den habe ich damals nicht für die PlayStation gehabt, sondern habe ihn direkt für PC gespielt quasi. Okay, das war's. Und deshalb kenne ich bei dem halt auch nur die PC-Version, sag ich mal. Oh, hey. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Gibt's hier so ein Gnomloch irgendwo? Schade, offensichtlich nicht. Hey, bleib stehen! Geht doch. So. Wie gesagt, den zweiten, den habe ich damals nur für PC gespielt. Den hatten wir auch nur für PC. Habe ich damals aber nicht durchgespielt, deswegen habe ich ihn mir halt nochmal geholt, um ihn dann endlich mal durchzuspielen. Und ja, den dritten wiederum habe ich wieder nur für die PlayStation gehabt. Und werde den demnach dann quasi, wenn ich ihn Let's Playe, das erste Mal wirklich auf PC spielen. Wenn ich ihn denn hier jetzt... Scheiße, das war nicht nah genug. Wenn ich ihn dann hier Let's Playe, wird der dritte Teil der einzige und... ja, nicht der einzige, aber der erste sein, den ich wirklich wahrscheinlich komplett blind spiele. Weil ich den auf dem PC halt noch nie gespielt habe. Also was heißt blind, aber es ist so, ich habe den dritten ja auf der PlayStation gespielt und weiß jetzt halt nicht, wie die PC-Version ist. Wie gesagt, es gibt da ja so ein paar Unterschiede. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, ach, immer noch nicht nah genug, Mann. Ich freue mich halt schon sehr darauf, wenn ich die ganzen Spiele hier durchgehen kann. Der dritte ist übrigens mein absoluter Lieblingsteil, was die Harry Potter Filme, Bücher, also Filme nicht, was die Bücher angeht, ist der dritte auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsteil. Auch wegen Sirius und Lupin und ach, die Rumtreiber. Nichts geht über die Rumtreiber, das sind die coolsten ever. Ja, deswegen freue ich mich schon sehr auf den dritten Teil. Den vierten und fünften habe ich noch nie gespielt, weder auf PlayStation noch auf PC. Deshalb werden die wirklich komplett blind sein, wenn ich sie denn dann zocke. Also ihr werdet mit Sicherheit, ich werde versuchen, die gesamte Harry Potter Reihe hier auf meinem Kanal zu Let's Playen. Eventuell als kleines Special hinterher dann auch noch die Lego-Teile. Aber die kommen dann halt erst, wenn ich die normalen Spiele durch habe. Ja. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Den sechsten wiederum habe ich auf PC gespielt. War aber wirklich, was die Länge des Spiels und die Schwierigkeit teilweise angeht, war ich mehr als enttäuscht. Weil selbst der dritte war teilweise umfangreicher als der sechste. Ich finde, die Spiele waren allgemein nicht wirklich sehr umfangreich, was ich echt schade fand. Man hätte viel, viel mehr da rausholen können, einfach aus den Spielen. Wie komme ich denn in den Stern da unten ran? Müsste irgendwie hier funktionieren, ne? So, da, hier. Ich guck mal. Ja, wie gesagt, was den sechsten anging, war ich, was die Länge und einfach den Inhalt des Spiels anging, ich war mega, mega enttäuscht.
Den dritten hatte ich auch sehr schnell durch. Das war auch ein bisschen schade. Weil das sind gerade so Spiele... Man befindet sich in der Zaubererwelt. In einem riesigen Schloss. Wo es Geheimnisse gibt ohne Ende. Und dann ist das Spiel einfach nach 5 Stunden vorbei. Das ist so enttäuschend teilweise. Dass man sich dann fragt, wofür? Weshalb? Warum? Den dritten, das war damals eine sehr lustige Geschichte, als ich den dritten für die PlayStation bekommen habe, brauchte der eine, lass mich nicht lügen, 16 GB Speicherkarte. Und wir hatten aber nur eine 8 GB Speicherkarte, oder es war andersrum. Auf jeden Fall brauchte der eine andere Speicherkarte als die, die wir gerade hatten. Deshalb konnte ich das Spiel nicht abspeichern. Ich habe aber das dann einfach so geregelt, dass ich versucht habe, das Spiel so weit wie möglich durchzuzocken, ohne zu speichern. Also es ging ja halt nicht zu speichern, ne? Deswegen habe ich versucht, so weit wie möglich zu kommen. Und habe die PlayStation dann auch teilweise nachts einfach laufen lassen, weil ich Angst hatte, dass die Spielstände wieder flöten gehen. Und wollte dann halt warten, bis ich eine Speicherkarte habe, damit ich dieses verdammte Spiel abspeichern konnte. Das Lustige war nur, ich habe dann an einem Tag, ich glaube, 3 Stunden da dran gesessen an dem Spiel. Da musste ich halt essen, dann haben wir das Spiel, also meine Mutter hat die PlayStation dann halt ausgemacht, was blöd war, weil dann war mein Spiel wieder weg halt, ne? Und, ach Mann, ich will doch nur hier runter. Und ja, das heißt quasi, ich musste von vorne anfangen. Was an sich kein Problem war, weil, ja, ging halt auch nicht anders. Aber dann habe ich nochmal, ich glaube, etwas über 5 Stunden durchgezockt und hatte das Spiel auf einmal durch. Ohne irgendwie überhaupt eine Speicherkarte gehabt zu haben. Fand ich wirklich durchaus sehr interessant. Ich hatte das Spiel einfach mal komplett ohne Speicherkarte durch. Kann ich hier irgendwie runter? Kann ich da was draufzaubern so? Nein? Nee, anscheinend nicht. Schade. Also, wie gesagt, ich hatte das Spiel einfach mal komplett durch ohne Speicherkarte. Das war so... What the fuck? Einfach, weil... Ich habe das innerhalb von 5 Stunden einfach durchgespielt. Und ja, es war einfach halt super schade. Und genauso, also ungefähr genauso, lief es halt auch mit dem 6. Teil. Komme ich so darüber? Ich glaube nicht. Was muss ich denn da noch machen? Um an diesen doofen Stern ranzukommen, Mann. Okay, Jump! Huh. Wenn ich jetzt hier durchgehe, geht die scheiß Tür zu. Wie komme ich an den Stern ran? Soll ich es versuchen? Soll ich es wagen? Dann muss ich alles nochmal machen, wenn ich runterfalle. Mann, ich traue mich nicht. Aber der muss doch irgendwie... Irgendwie muss man den noch hochkriegen. Nein! Ich wusste es. Du hast die Aufgabe bestanden. Hab ich? Du hast mehrere Sterne eingesammelt. Dafür bekommst du 10 Hauspunkte. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Siehst du, hätte ich den letzten noch gespeichert. Hätte ich den letzten noch eingesammelt, hätte ich 15 Punkte bekommen, Mann. Aber ich wusste nicht, wie man reinkommt. Ach Mann, das nervt. Naja, was soll's. Aber das war wahrscheinlich, also dadurch, dass die Spiele alle so kurz waren, ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum ich den ersten Teil auf der PlayStation so oft durchgezockt habe. Irgendwann kannte ich ihn einfach in- und auswendig und bin einfach nur noch durchgerusht. Weil ich einfach bei allem schon wusste, was passiert. Das Schöne daran ist natürlich, dass man von Mal zu Mal besser wird und auch jedes Mal neue Geheimnisse auffindet. Ist schon sehr cool. Habe ich die Bildkarte jetzt überhaupt eingesammelt? Kleinen Moment. Ich war so im Redefluss. Ja, ich habe sie eingesammelt. Wer ist denn dort? Burdock Muldoon. Whatever. Oh, ist ein ganz alter Kerl. 1429 bis 1490. Vorsitzender des Zauberrats von... Ja, super, 2 Jahre lang. Cool. Aber muss man sich mal überlegen, mit 19 schon, ne? Oder? Ja, mit 19. 19 bis 21. Vorsitzender des Zauberrats. Ist schon nicht übel. Deshalb hat er so eine Karte bekommen. Okay, da komme ich gerade her. Das heißt, hier muss ich lang.
Ach ja. Ich glaube, da stand gerade, was ich machen muss. Ich habe aber keine Ahnung, was da stand, weil das ging zu schnell. Okay. 1, 2, 1, 2. Oh, Hedwig. Oh. Eine... Ein Dankeschön. Eine Schriftrolle. Ich würde aber jetzt ganz gerne erstmal gucken. Ah, nicht getroffen. Schade. Ich würde ganz gerne erstmal gucken, was da oben zu finden ist, bevor ich diese komische Schriftrolle einsammle. Ich hoffe, die geht nicht weg. Dürfte sie aber eigentlich nicht, weil das ist ja Teil des Spiels und um weiterzukommen, muss ich dieses Ding einsammeln. Na? Komm schon! Dankeschön. Oh, wow. Was zum Henker war denn das? Da hat mal wieder die Grafik ein bisschen gesponnen. Oh scheiße, kriege ich die jetzt eingesammelt? Ja, kriege ich. Kopf in der Kiste. Der sieht böse aus. Mann, 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 der sieht böse aus. Was ist das denn für einer? Gib mir das. Oh, hä? Ach, hier. Adalbert Waffling. Der hat bis 1981 gelebt. Fast 100 Jahre. Berühmter Magietheoretiker. Oh je, oh je, oh je. Bleib mir weg mit Theorie. Wow. Ich mag es, wenn er so schreit. Das hört sich irgendwie lustig an. Komm, gib mir. Ui, 113 Boden. Sehr geil. So, jetzt gib mir das. Harry, komm nicht zu spät zum Kräuterkundeunterricht. Ich warte am Eingang zum Gewächshaus. Wir sehen uns, Hermine. Alles klar. Moment. Hä, wie kriege ich das jetzt? Wie kriege ich denn das weg? Achso, okay. Das geht von alleine weg. Sehr schön. Oh, nee. Aua! Überraschung. Aua! Der tut mir weh! Geh weg! Ich bin hier. Das weiß ich, du nervst. Ah! Die Leute sagen, du wirst. Der wirft mit Dingen auf mich. Wenn du in einen Spiegel schaust. Diese Beleidigung, die der immer drauf hat, das ist so genial teilweise. Du bist hier. Wirft er mit Kesselkuchen? Ich bin Hiefspotter. Und du solltest dich besser von mir. Sieht aus, als würde der mit Kesselkuchen werfen. Ja, verzisch dich nur. Geh mich weiter auf die Nerven hier. Ich muss gleich den Schokofrosch einsammeln. Wenn ihr auf meine Leben guckt, rechts oben, links oben, dann sieht das etwas nicht gut aus. Was denn? Kann ich nichts verzaubern? Ist ja langweilig. Schokofrosch! In den nächsten Parts. Ich glaube, im zweiten war das. Da hüpfen die Schokofrösche vor allem weg. Hast du die 25 Bohnen für uns? 25? Locker. Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Ich habe keine Ahnung, was die für Experimente mit Bohnen machen, aber... Wende dich an Fred. Er hat die Bildkarte. Gute Hi. Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Bestimmt nicht. Also ich soll mich an Fred wenden? Fred? An Fred wenden, aber George spricht da mit mir, weißt du? Daran sieht man schon, dass sie die Karte des Rumtreibers haben. Die kommen aus irgendwelchen Ecken geschlüpft. Und irgendwelchen Geheimgängen. Ja. Was? Och, mein Gott. Ja, Hermine. Harry, wenn du zu spät zum Kräuterkundeunterricht kommst, wird Gryffindor wertvolle Hauspunkte verlieren. Also beeil dich. Hermine. Ja, du Streberin. Ich bin ja schon auf dem Weg. Wenn deine komische Nachricht weggehen würde, könnte ich mich auch beeilen. Danke. Hm. Mal kurz was trinken, sorry. Energy. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, wo der Kräuterkunde, wo die Gewächshäuser sind. Oh, hi. Potter, magst du Überraschungen? Malfoy hat ein Geschenk für dich. Du, das kann doch nichts Gutes sein. Sein, Potter. Die Slytherins können die Gryffindors nicht ausstehen. Warum nur? Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Hey, die haben mir aber das Geschenk nicht gegeben. Das finde ich nicht okay. Flipendo.
Oh, diese Lache ist böse. Ist ja bald Halloween. Vielleicht mache ich da mal so ein Halloween-Special. So ein Harry Potter Halloween-Special oder sowas. Keine Ahnung. Okay, jetzt muss ich immer noch herausfinden, wie ich zu diesen Gewächshäusern komme. Hilfe! Hallo Harry, ich bin Neville Longbottom. Oh, hi. Mit einem Erinner mich. Das ist mein Erinner mich. Es erinnert mich an alles, was ich vergessen habe zu tun. Oh, es sagt mir, dass wir gleich Kräuterkunde haben. Oh, da hätte ich beinahe etwas vergessen. Nimm dich vor Draco Malfoy in Acht. Er ist eben hier herumgeschlichen. Ich danke dir, Neville. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich zu den Gewächshäusern komme. Das ist wundervoll. Jeder erinnert mich daran, dass ich dahin muss, aber keiner sagt mir, wie ich dahin komme. Hup. Mein Gott, ist das knapp. Und jump! Wow. Sehr akrobatisch, der kleine Harry. Tada. Ich finde hier diese Nebengänge hier immer sehr cool. Wow, ganz viele Blaubohnen. Gib mir die, ganz viele Blaubohnen. Und die Bildkarte hätte ich gerne auch noch. Gib mir die, nein! Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Nein, ich komme nicht an die Bildkarte ran. Ah doch, hui. Ich sollte mich nicht immer so direkt vor die Kisten stellen, das ist nicht gut. Ich stehe in der Luft. Ich kann fliegen. Okay, oh, der sieht ja genial aus. Ulrich der komische Kauz. Mittelalter. Daten unbekannt. Sehr exzentrischer Zauberer, der eine Qualle als Kopfbedeckung trug. Okay. Wahrscheinlich sind so die Geschichten über Davy Jones entstanden. Oder... Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob die... Nein! Ich will doch da nicht... Ach Mann. Ah! Ui. Oh, das war knapp. Okay, jetzt muss ich aber zusehen, dass ich... Ah! Cool. Speichern. Speichern ist immer gut. Ich glaube, ich wette, ich muss raus. Oh, du schon wieder. Na sieh mal einer an. Du schon wieder, Potter. Spionierst wohl im Schloss herum, was? Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Schluchz, schluchz. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. So was nennt man Mobbing. Mit Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben. Hier, fang. Diese Dialoge, so wie dieses Spiel, sind, diese Dialoge sind exakt dieselben wie im ersten Teil, also in dem ersten PlayStation-Teil. Nur, dass eigentlich bei diesem Spielchen hier noch Crab und Goyle mit dabei waren. Und es irgendwie viel einfacher war, den zu treffen, verdammt. Ha! Getrafft. Also der Sinn dieses Spiels war prinzipiell, die Bonbons, die diese Knallbonbons, die er mir entgegengeworfen hat, einzusammeln, indem man drüber läuft und die einfach wieder zurückzuschicken. Nur ihn damit zu treffen war halt ein bisschen schwierig. Also schwieriger, schwierigerer, als ich gedacht habe. Okay, herzlich willkommen auf den Ländereien von Hogwarts. Harry, hier drüben. Hagrid. Hallo Harry, ich bin's, Hagrid. Schön, dich zu sehen. Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst. Deine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich. Ja, das hat sie mir auch schon zweimal geschrieben. Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Gerne. Kennt ihr diese Verarsche-Filme von Cold Mirror? Harry Potter und ein Stein und der Pornokeller und der ganze Kram? Eine Zeit lang habe ich mir die mal ganz gerne angeguckt, aber ich muss sagen, ich finde das richtig, richtig scheiße,
dass sie Hagrid so schlecht macht. Also wirklich, das ist so ein lieber und guter Kerl einfach und sie macht das. Ich weiß nicht, das war so mitunter ein Teil von ihren Filmen, den ich wirklich richtig verabscheut habe teilweise. Weil sie es ja so dargestellt hat, als ob keiner irgendwie Hagrid mögen würde und als ob jeder den scheiße findet und keine Ahnung. Also das war ein Teil, den ich wirklich richtig, richtig scheiße an ihren Filmen fand. Ganz ehrlich. Der Kräuterkundeunterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. Ich warte hier auf Neville. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Los, Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen. Irgendwie ist das so eine Hausmama, kann das sein? Kümmert sich einfach um jeden und schickt jedem Briefe, damit er auch ja nicht zu spät kommt. Neville hätte sie am besten eine Karte schicken sollen. Flipendo. 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 Cool, wie viele Bohnen kriegen wir dann aus dem Ding raus, ey? Das ist der Wahnsinn. Okay, auf geht's. Ach ja, das ist lustig. Man muss erstmal den Weg zu ihrem Kräuterkundeunterricht überhaupt finden. Das kannte ich so aus dem PlayStation-Spiel auch nicht. Klar, da gab es immer so ein bisschen auch so Aufgaben, um zum Unterricht zu kommen. Aber es war nie so, ja, ich sag mal, schwierig. Und ich fand es immer sehr lustig, dass man quasi erstmal hier irgendwelche Todesaufgaben erledigen musste, um überhaupt zum Unterricht zu kommen. Und ich merke gerade, dass ich schon wieder überzogen habe. Okay. Damit beende ich diesen Part an der Stelle. Beim nächsten Mal suchen wir den Weg zum Kräuterkundeunterricht und werden uns hoffentlich auch in diesen begeben. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und schreibt mir doch mal ein paar Kommentare auch zu dieser Cold Mirror Sache und wie ihr die Harry Potter Filme und Bücher und Reihen so findet. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr so davon haltet und ob ihr auch ein großer Harry Potter Fan seid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen und denkt dran, in die Videobeschreibung zu gucken. Da sind immer wichtige Links drin. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!